dem Hauptmenü sofort erkennen kann, spielen wir... Main-Menü. Main-Menü, richtig, richtig, richtig. Wir spielen Never Ending Nightmares nach dem großen Spaß, den Petit, der Petit für uns alle war. Für uns, wir alle hatten so einen Spaß mit PT. Haben uns gedacht, noch ein Horrorspiel. Und gerade diese Woche ist Never Ending Nightmares, ein Kickstarter-Horrorspiel, released worden, um das kurz mal zu erklären, bevor wir starten. Es ist ein Spiel, das von einem Indie-Entwickler namens Matt Gilgenbach, wie man das ausspricht, entwickelt wurde, der für Retrograde verantwortlich war, was so ein Rhythmus-Shoot'em-up war, was leider ziemlich was gefloppt ist kommerziell, aber von den Kritikern gefeiert wurde. Ein Mann, der seit seinen frühesten Tagen schon unter Depressionen leidet und der davon erzählt hat, dass er quasi in diesem Spiel all die Albträume und Bilder verarbeitet, die ihm seit Kindestagen nachts verfolgen. Ja, das muss ja nicht schlecht sein. Vielleicht ist es was ja wir hier sehen, sind so Bilder, die aus seinem Kopf stammen, mit denen er sich sein ganzes Leben schon befassen muss und das wollte er nach außen kehren. Ich finde, das ist ein interessantes Detail zu wissen, was man hier sieht. Es ist die Ängste eines Menschen sind. Eine psychologische Aufarbeitung seiner Traumata. Und das macht dieses Spiel noch ein bisschen heftiger, finde ich. Das heißt, er... Tom, können wir das Licht daraus machen? Nein, muss, also... Ja, können wir auch an... Wir löschen kurz das Licht. Machen wir das Licht aus? Ja. Ah, jawohl. So, im Gegensatz zu PT ist es jetzt auch stockdunkel, ist auch nicht mehr hell draußen. Gottes Willen. Legen wir los. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wirkt oder nicht. Als ich alleine die Demo spielte für Kickstarter vor einem Jahr, hat das sehr gut funktioniert. Ich habe es mit einer Freundin gespielt, hat es nicht so funktioniert. Wir werden es jetzt sehen. Ja, gucken wir doch erstmal, was das Menü so hat. Play. We strong playing on headphones. Okay, haben wir jetzt nicht Audio Mode. Nein. Would you like an ability? No, if you switch headphones later, ja. Boah. Wow, fängt der cheery an. Alter, diese das ist schon auf jeder Party. Ich hab sofort meine Cola verschüttet. Dieser Grafikstil, ich habe mir den Trailer angeguckt, ich fand den erst so, hä? Ja, ich auch. Wie soll das Horror erzeugen? Und dann die Bilder, die dann kamen, das waren so... Das ist halt total geil. Oh mein Gott, das wird toll. So, lauter machen. I'm playing the dude. Wir haben eigentlich nur zwei Sachen. Wir können einmal laufen und wir können interagieren, habe ich gerade gesehen, ne? Irgendwie noch mit Gegenständen. Ja. Aber bisher sind es noch nicht so viele. Ein dunkler Schrank. Wie das hier alles so überscribbelt aussieht, weil es diesen Schatten darstellen soll. Wir können nur mit den farbigen Gegenständen wahrscheinlich hintergehen. Ach so, echt? Wäre jetzt meine Theorie. Weiß ich nicht, aber könnte sein. Weil bisher konnte ich hier noch nichts machen. Ja, ich weiß, dass man aus der Demo, zumindest in der Demo konnte man nur mit sehr, sehr wenigen Sachen interagieren. Oh, dass man laufen kann, macht mir jetzt ehrlich gesagt schon Angst. Ich guck erstmal hier. Schöne Bilder. Das war die berühmte Hängung von William K. Punkt, der eine Henne geklaut hat. Ja. Cooler Schatten. Oh Gott, nicht ins Waschbecken gucken. Oh, ist der diese Helligkeit macht mir gerade so ein bisschen zu schaffen. Ja, der Kontrast ist gerade sehr hoch. Okay. Gibt's über Steam? Ich glaube, 18 Euro hat's gekostet. 15 Euro. Wenn ihr einmal die Horrorgeschichten eines Mannes durchleben wollt. Ist es dunkler als eben? Die Träume. Nee, ist es nicht. Haben eigentlich den Namen gerade gesagt? Ja. Nee, von was denn? Von dem Spiel. Von diesem Spiel. Von was denn? Never Ending Nightmares. Never Ending Nightmares, ja. Ja, okay. Aber das steht ja auch im Titel. Die Helden. Fuck the shit. Gott. Ein Zettel kannst du bestimmt benutzen, ne? Meinst du? So vorgehoben. Nee. Kann ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich kann mit dem... Oh, shit. Hast du das gerade aktiviert oder kam das an? Nee, das habe ich aktiviert. Okay. Also. Ich dachte gerade kurz, das kommt einfach. Nee. Hallo, Familie. Familie sieht dich. Diese Stimmung ist... Drückende Musik. Fies. Oh, das ist ja auch eine sexy Pose. Danke für diesen Kommentar. dieses Bild. Oh, toll. Wer hängt sich denn solche Bilder auf? Geh mal hier rein, wa? Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Es ist noch nicht so schlimm wie ein PT, aber es ist so, dass ich Dinge befürchte.
glaube, so schlimm kann es auch gar nicht werden. Niemals. Nee, VTL warte ich mir von auch nicht. Invenia tua manus tua omnibus imnitius. Ja, gut, du hast verstanden. Dexterra, ja, ist ja gut jetzt. Ja, guck, schon weg. Das kann man nur so vorlesen. Ist schon weg. Direkt rennt er, oh Gott, Latein. Tolles Bild. Und da wieder so ein normales Landschaftsbild. Ja. Obwohl, da bist ja, Koik! Ich habe ja gelernt, dass die Giup Giup machen, aber ich finde Koik Koik irgendwie Giup. Giup. Oh, wow, das ist ein Typ! Das ist ein Typ! Ist das eklig! Oh, ist das eklig! Alter, ich habe ihn Gott sei Dank gleich gesehen. Iiii! Bist du jetzt nicht einfach wieder in deinem Zimmer vom Anfang? Weg, nee. Oh. Ah, okay, ist weg. Puh. Hast du trotzdem mal da hingehen können? Nein! Na gut. Schön noch draußen die. Ja. Immer gleichen Bäume. Ich hab mich gar nicht erschreckt. Überhaupt nicht. God damn it. Dieses Spiel macht solche Dinge, ja? Scheinbar schon. Oh Gott. Das war eigentlich gerade ein ganz billiger Jumpscare. Ja. Aha. Jetzt hab ich Respekt. Ja. Good evening, sir. Good evening, good evening. Du bist wirklich schreckhaft. Das ist grau. Oh. Noch dazu. Miet. Benutzt das mal. Ja, hey. Der Mietgeiner meine ich. Ja, ja, so. Ich will erstmal hier gucken. Nix. Aber er guckt immer hin, ne? Oh. Da hat jemand Matt gemacht. Ist nur Matt. Wie weird das halt aussieht, wenn man durch diesen Zeichenstil. Ja. Wie so diese alten Bilder, auf denen die Foltermechaniken der Franzosen gezeigt wurden. Guck mal die Tapete. Oh, Totenköpfe. Oh ja, stimmt. Sehr schön. Schönes Detail. Das hat er geträumt. Oh. Ich wusste gar nicht, dass man aus dem Haus rauskommt. Scheinbar schon. Oh, Treffanimation. Hallo? Meinst du den Stock? Hallo? Sammle 6 Notizen. Da oben. Mann, jetzt ist ein Ast. Oh. Ich weiß aber hier teilweise gar nicht, wo ich raufgucke. Ja. Oh, der Baum, der greift mich doch gleich. Oh geil. Ja, stimmt. Ja. Aber das sind so ganz klassische Kinder. Ja, ja. Ängste. Das, sowas habe ich Gott sei Dank noch nie geträumt. Ja, hey, Friedhof. What else? Alexander Bruce, das ist der Entwickler von Antichamber. Antichamber, ja. 1821. Hazar Al, das ist da hinten das. Hazar Al-Kabi ist, glaube ich, der Typ von. Von den Lufthausers machen. Ja. Justin. LP Fruling kenne ich leider nicht, John Rockman auch nicht, den anderen kenne ich leider nicht. Passiert auch gleich was Schlimmes. Lufthausers und Nuclear Throne, wie heißen die denn? Fällt mir das gerade nicht ein. Fitzroy. Ganz offensichtlich, Hotline Miami. Ich hab's seit einer Spaß gehabt bei Namen eingeben. Das sind alles Indie-Entwickler, hundertprozentig. Mr. D. Winter and his Emily Ann. Kevin A. Smith. Steve Flynn kenne ich auch, weiß aber nicht wovon. Ich weiß nicht, was ich hier in diesem Bild mir angucken kann. Vlambeer. Heißen die? Ja. Holländisch. Na? No! You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Huh? Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Spiel mit Straußgabe ist. Ja, das ist das Schöne, wenn Trailer einfach mal nicht so viel verraten. Ich finde, das Vorgelesene passt hier sogar ganz gut, weil es halt aussieht wie ein. Ja, stimmt. Bilder. Kannst du erstmal hinterher gehen? Direkt hinterher? Ja. Nicht da erstmal da rechts rein? Ich bin mir sicher, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass sie jetzt. Ah, doch nicht, okay. Oh Gott! Alle diese Bilder! Everything about this! Lass mal hier reingucken. Das Badezimmer, oder? Ja.
So, Waschbecken und Blut, ne? Das kann alles Mögliche sein. Ja, ja. Klar, das könnte auch einfach Kerzenwachs sein. Nasenbluten. Well. Zähne. So. Oh Mann, oh, das sind so Sachen, die ich nicht mag. Ausgezogene Zähne, oh nö. Gehen wir lieber in das erheiterne Wohnzimmer. Golf weiter. Milchzähne verloren. Verloren, 5 Stück auf einmal. Ich wäre in einem besseren Gewissen, wenn ich das Spiel nicht Neverending Nightmare heißen würde. So habe ich irgendwie Befürchtungen. Happy Dreams! Kann das sein, dass... Ob da ein Bett was ist? Oh ja, ja, nee, oh, ja. Da ist Bild. Ja. Ein normales Bild, bis auf dieses eine Detail. Das ist mein Vater mit seinem Lippe. Großvater. To be or not to be? Not to be. Mimimim waren da Blümchen an den Wänden und nicht Totenköpfe. Ja. Alter. Wow. Das ist deine Schwester und die ich weiß nicht, wie traurig wird darüber, wenn sie spürt. Oh nö, nicht ein Keller, nein, kein Keller. Komm doch. Oh, oh, oh. Das ist ein Bild vom Slenderman. Nee. Oh. Okay, Keller oder da? Okay. Alter, wie krass das allein schon wirkt, dass Keller das zuerst. so ein Schwarz ja. einfach nur ist. Oh, fuck this. Irgendwie gefällt es mir nicht, dass das näher rangezoomt ist. Wie gut. Oh Gott. Puls, ne? I have him. Das ist gut. Oh, oh nein! Hör mal. Alter. Oh, da kann man nicht reingehen. Hör mal. Und er so. Kann man noch ein bisschen lauter machen vielleicht? Dieser nee, bin nicht ganz so laut. Oh, ich kann nicht. Ich kann jetzt rein, oder? Holy shit! Das ist eklig. Oh! Scheiße! Ihr habt euch gerade von nichts erschrocken. Nö, nichts. Ist nur einfach laut geworden und dann war es weg. Das war nicht mal sonderlich laut. Du hast gerade wie in so einem Comedy die Kontrolle so. Oh! Ich glaube, da hätten wir nicht lang gemüsst. Gemüsst. Okay, hier ist erst mal in 13. Alles okay. Er ist verstanden. Ich brauche mal erst Licht. Ja, Licht. Oh, die Szene kannte ich sogar. Fällt mir gerade ein. Das war die Szene aus der Demo. Das mit dem Keller? Ja, ja. Jetzt ist hier kein Keller mehr. Das ist nichts passiert. Doch, der war weiter rechts. Ja, hier war erst das Bild mit dem toten Kopf. Stimmt. Gut, hätten wir das mit dem Keller geklärt. Ich meine, da langsam dieses Atmen mit lauter werden hören. Hm. Huh. Nun. Da ist überhaupt nichts unnormal dran. Achso. Diese Tür. Mhm. Okay. Gehen wir nach oben. Oben? Norden. Norden? Haltet doch beide einfach euren Mund. Ah, Daddy! Nope. Mörder. Was? Ja, Mörder kann man da unten draus machen. Mörder. Ja. Oder auch... Matze. Mutter. Mutter. Schön, wie der auf dem Klo sitzt. I'm watching you bathing. Alter. Nun, liebe Familie, wir haben uns heute hier versammelt. Wie die einen Tüte über den Kopf hat. Irgendeiner aufsteht gleich, ne? Du weißt ja, dass was passiert. Alle so liegen. Weiß ich total. Nee, das Spiel schafft tatsächlich oft mal einfach nichts passieren zu lassen. Bin ich glaube, wir sind einfach nur einen anderen Weg gegangen, ja. Ja, da bist du gerade rein. Doch, doch. Nein. Doch, da bist du gerade rein. Ach du doch, bist ja, er direkt. Oh, sein Keuchen ist aber auch spannend. Ach so, wir haben auch nur begrenzt. Ja. Das heißt, wenn wir irgendwie weglaufen sollten, kommen wir nicht sehr weit. Im Pyjama. Wir müssen uns Laufschuhe besorgen. Ja. Ne, Robin? Nimm mal gleich die Arme hoch hier. Hey, yo! Oh. So, gerade mal um 10. Jetzt schlägt den Kopf ab. Oh, die will ich auch haben, die Uhr. Du wants. Tschüss. Erheiternd. Was ist um 12 Uhr passiert dann? Ja. Subtil. Jetzt muss ich da hochgehen. Oh, guck mal, das ist das gleiche Bild, nur ohne andere Perspektive. Nee, ist näher, ja, näher dran. Man sieht nur die Kann Beine. Das sein, dass seine Schwester so umgebracht wurde oder sowas? Kommst du darauf, dass er im Traum gestorben ist, dass wir sie schon gesehen haben, wie sie getötet wurde? Oder dass dieses Bild zeigt, dass sie getötet wurde?
Verstehe nicht, warum du dich darüber lustig machen musst. Weiß ich auch nicht. Schatten. Classic. Habe ich nicht mitgerechnet. Weil ich ja immer ein Freund bin, wenn sowas passiert, ohne einen Soundeffekt dazu. Ja. Na, das Spiel ist tatsächlich recht klassisch, glaube ich, von daher. Ich bin halt für alles zu haben, ne? Ich bin so die Angsthure. Ich nehme alles. Wie nimmst du alles die klar. Angsthure? Die wie in Sat 1 Film. Die Angsthure. Das klingt eher wie ein RTL Event Kino. Oh, hier mit der einen. Sat 1 Zweiteiler. Mit der deutschen Fernsehfrau, die Allzweckwaffe da, wie heißt sie? Ich habe Nicole Ferrero Küssien ist richtig. Ich habe Veronika Ferres gesagt. Die Tochter von Manfred Ferrero-Küssien, dem Macher. Heino Ferch ist kaputtgeschlagen worden in der Kneipe. Er hat der zwei Milka. Gläser. Was? Heiko Ferch? Wer ist das denn? Heino. Heino. Ne? Heino Ferch. Halt doch mal Mund. Was ist denn da oben? Ein Bild. Auch jemand, der seinen eigenen Arm abhackt nur. Ist. Sonst nichts. Muss nein, ja nein. Mal das neue Slipknot der hat dann Beil und... Das ist lustig. Ab, ist ab. Was? Der hat mit seinem einen Beil seinen eigenen Arm abgehackt. Ich glaube, Hauptattraktion war aber die Nähmaschine und die ganzen Nadeln, die in die... Puppe ich kann nicht gesteckt gesehen. Worden. Hauptattraktion in diesem Zimmer wird dir präsentiert. Was soll schon passieren? Oi, oi. Hast du das? Ja. Nope, 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 nope. Die Tür ist jetzt zu sein nope. Müssen. Nope. Besser. Ja, Licht. Wenn das gleich ausgeht, In der Demo, wenn ich mich recht erinnere, waren die interagierbaren Objekte in der Demo noch nicht bunt tatsächlich. Okay, vielleicht hat er das gemacht, weil sonst keiner wusste, was man machen soll. Das hat mir ein bisschen besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Echt? Weil bisher waren ja auch, also diese Bilder konnte man nicht angucken in der Demo. Oh. Wie er schon so guckt. It's one of... My God, why have you forsaken me? So. Sind wir selbst? Ja, das sind wir selbst. Die Frage ist, wer hat uns abgestochen? Ich habe die Befürchtung... Das Mädchen, hat man gesehen am Anfang. Ja, aber haben wir nicht wir haben das Mädchen erschrocken? Ich wollte gerade sagen. Aber wir haben die gleiche Wunde an der gleichen Stelle wie das Mädchen. My God, das ist sehr classic. Oh Gott, welcher Song war denn das? Ich glaube, es ist einfach ein Spruch, den man immer so benutzt. Hast du einen Keller? Oh. Hey! Hey! Oh, es ist auch dunkel, schön. Alter, ihr erschreckt mich immer deutlich mehr wegen euch. Das ist krass, was das gerade für ein Schrei war. Hast du dein Mikro abgerissen? Ich hab mich jetzt auch voll über beide so voll erschrocken. Das kam jetzt, das war so ein leichter PT-Moment, weil das so unvermittelt kam. Oh, für Leute, also mich hat's. Hallo! Mich hat's. Ich trinke zwar nichts gerade, ich wollte gerade das Glas in die Hand nehmen, weiß nicht, wie gute Idee ist. Renn nochmal! Nee, ich heb mir das auf für, wenn der Zombie-Geist kommt. Die dachte, er war schon vorm Alter hin. Ist alles okay, ist im Griff. Alles gut, wir gehen in den Keller. Das war ja gerade wirklich wieder deine Schwester. Ne? Immer noch 10 Uhr, wir gehen jetzt hier lang. Hier passiert also, nichts, guck mal, wie hier. Sorry, ist einfach Halloween, deine Schwester ist sich voll am Verarschen. Ja. Und dann hat sich selber umgebracht danach. Aber das hat sie sich um sich zu verarschen selbst. Traumata beim Entwickler hinterlassen. Best Gag ever. Weil das ganz faszinierend ist, dass diese schwarzen Streifen einfach nur so eine Ebene sind. Wenn ich an Dark Souls denke, können wir jetzt die Bretter mit der Kerze verbrennen. Nein. Nee, dann wären die Bretter aus Metall. Dann würde das gehen. Entschuldigung. So, Keller. Vorhin waren wir nicht so gut zusammen. Jetzt haben wir eine Kerze. Jetzt kann nichts mehr passieren. Keller. Schlüssel. Da. Was? Dachte, so einer sicheren Lichtquelle wie eine Kerze. Eine Kerze kann niemals ausgehen. Damals im Mittelalter haben wir mit Kerzen ganze Städte Batterien. Ausgeleuchtet. Aber wie geil der mit den, wie sie so rumguckt. Wer guckt? Der guckt dann manchmal so ganz skeptisch. Ach so, seine Augen. Skeptisch ist der richtige Begriff dafür. Ach. I know what we have to eine do. Eine Axt. I know what we jetzt have haben wir eine Axt do. Jetzt. Eine Schrotflinte wäre mir zwar lieber, aber... Wie? Es geht nur eins von beiden. Na toll. Also jetzt sowieso. Aber es ist nicht mehr ganz dunkel. Ja. Ja. Ja, ja. Was war das denn gerade? Hm? Eine Vene oder war es tatsächlich nur ein Dings? Ich nehme diese Axt. Axt, du bist mein Freund. Can I ask you a question? Ich nenne sie Axel. Das Licht hinter uns geht aus? Ja.
Oh. Das ist bestimmt Axl Rose hinter uns. Ding, 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 ding. Was ist so ganz hart von hinten? Ding, 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 ding. Oh Mann, hör mal auf jetzt. Wenn wir uns nicht bewegen, ist alles in Ordnung. Brot. Oh, der Controller vibriert jetzt komisch. Übrigens, ja, und es wird schneller, das Vibrieren. Ich habe den Verdacht, dass hinter uns etwas ist. Etwas mit Ketten. Renn doch mal! Ja, aber dann bin ich gleich außer Atem. Es hört nicht auf, warum? Was ist mit diesem Flur los? Oh Gott. Ich glaube, du musst in die andere Richtung rennen. Hm. Hat doch nicht. Aber das ist ein ganz anderer Flur jetzt. Oh, oh. Mach schon. Nee, das reicht nicht. Niemals. Morsches Holz. Science in Homecoming. Oh, ich traue dem Ding ja mittlerweile auch zu, dass jetzt irgendwie da rechts unten aus dem Schwarz einfach was kommt. Oh. Well. Schnell erschlag sie. Du hast die Axt. Du machst doch was, ne? Ja. Ruhig noch näher ran. Und da war die Demo vorbei. Toll, dann können wir an dieser Stelle eigentlich auch aufhören. Ist ein bisschen verfallener jetzt, ne? Wobei auch in der Demo war zum Beispiel der Flur noch nicht so anders. Also das war. Und diese Szene mit dem Arm gab es da nicht. Guck mal, da ist da wieder ein Schrank statt einer Tür. Mhm. Interessant. Ja, alles ist. Faszinierend. Kaputt. Und alles kaputt und spinnt eben überall. Das ist dir jetzt erst aufgefallen? Ja. Okay, gut. Ich sag, jetzt ist es auch so Fall. Nee, ist ja richtig. Hast du gut beobachtet, Roman. Oh Gott, dieser scheiß Puppen. Die Musik auch. Ich bin fasziniert, dass dieser Grafikstil einen trotzdem so packt. Das ist halt wirklich ein Spiel von einem einzigen Menschen. Ich glaube. Ja. Schau, ich will die Nonnenpuppe haben zum Geburtstag. Ja. Ja, okay. Nein! Warum tust du das? Ich will da wieder rein. Dann muss er noch weiter. Also. Wahrscheinlich ist der Typ einfach mit 6 großen Schwestern aufgewachsen. Dann könnte er einfach nur das unverändert zeigen. Wahrscheinlich der größere Horror. Einfach der Alltag. Absolut. Ab und zu. Apropos Großfamilienhorror. Modern Family. Eine gute Serie. Ja, den mache ich jetzt auf den Schrank, oder was? Ja. Ja, dachtest du, ne? Nein, das kann auch nicht so sein. Ja, mir ist es echt besser gefallen, wenn die irgendwie. Ja, aber dann wüsstest du ja einfach nicht. Naja, wenn es irgendwie ein. What? Ach so. Oh Gott, wir werden gleich gejagt. Ja. Oh nein. Fuck. Wie er da steht. Oh, er weiß auch schon so, oh nee. Oh, fuck dich. Nein, komm, ich mit drauf. I'm coming out of the closet. Finally. Wissen wir, was gleich passiert, wa? Bereite schon mal die Sprintentaste vor. Ich drück sie.